So, hallo. Heute geht es in Mathematik um das Thema Ordnen. Wir ordnen Zahlen nach Größen. Welches ist die kleinste Zahl? Welche Zahl ist größer? Und welches ist die größte Zahl? Das ist gar nicht so kompliziert. Ich habe zum Beispiel mal hier vom Buch in der A, habe ich die Zahlen mal abgeschrieben. Da habe ich hier eine 15. Ich habe eine 70, ich habe eine 39, ich habe eine 42 und ich habe eine 8. So, Wango, jetzt wird mal wieder was gearbeitet. Du hast jetzt lang genug geschlafen. So, jetzt überlegst du dir, welche Zahl hier ist die kleinste Zahl? Was denkst du? Schau sie dir mal an. Welches ist die kleinste Zahl? Wango, hast du eine Idee? Die kleinste Zahl ist, wo am wenigsten Zehner da sind. Und hier gibt es eine Zahl, die hat gar keine Zehner. Die ist noch kleiner als die 10. Schau es dir mal an. Ah, richtig. Das ist die 8. Die 8 ist die kleinste Zahl. Welche Zahl kommt danach? Hast du eine Idee? Jetzt musst du auch wieder zuerst nach den Zehnern gucken. Wo sind am wenigsten Zehner? Wir haben hier 3 Zehner, da sind 30. Wir haben hier 70, wir haben hier 15, da ist nur ein Zehner. Und wir haben die 42, da sind 4 Zehner. Wo hat es am wenigsten? Richtig, die 15. Jetzt hast du verstanden, wie es geht, oder? Was ist die nächste Zahl? Ja, das ist auch richtig. Und jetzt, welche Zahl kommt jetzt? Ja. Und, ups, der Kleber ist gut. So. Und dann ist klar, dann fehlt nur noch die 70. Du schreibst dann das in dein Heft, aber bitte, Nummer 1, jede Zahl hat ein Quadrat. Meine Tafel hat jetzt leider keine Quadrate, aber du schreibst bitte in dein Heft 8, das ist in einem Quadrat, dann machst du ein Komma. Dann kommt, ich male jetzt mal die Quadrate hin, die 15. Die 1 hat ein Quadrat. Und die 5 hat ein Quadrat. Wieder Komma. 39, Komma und so weiter und so fort. Bitte. Nummer 1, jede Zahl hat ein Quadrat. Und Nummer 2, mach ein Komma zwischen den Zahlen. Ja, das ist die Hausaufgabe im Buch. Siehst du das? Das ist auf der Seite 30, wie es hier steht. Die Nummer 3, mach sie bitte in dein Heft.